Mein Name ist Thomas Neumann und wir kochen heute ein warmes Gurkensüppchen. Dafür brauchen wir als erstes gewürfelte Gurken mit Schale, das ist gut für die Farbe. Dann brauchen wir noch ein paar gehackte Zwiebeln, ein bisschen gehackter Knoblauch ist schon mit drin. Und dazu brauchen wir noch einen Topf. Da erhitzen wir etwas Pflanzenöl, nicht zu viel. Das sollte schön heiß werden, dass die Gurken etwas anschmoren. Hier kommt die Gurken rein. Zwiebeln dazu mit dem Knoblauch. Nicht zu viel Knoblauch. Sonst schmeckt das Ganze vor. Und das schwitzen wir etwas an, dass der Geschmack rauskommt von den Gurken. Und die Zwiebeln glasig werden. Nicht auf zu großer Hitze. Denn die Suppe soll keine braune Farbe ziehen. Sollte man etwas Acht geben. Das Ganze würzen wir wieder. Normal Salz, Pfeffer. Kann etwas kräftiger sein, die Gurken vertragen viel Salz. Gurken sollten etwas weich werden. Dann kriegen wir die Bindung in die Suppe. Und dann löschen wir das als erstes mit der Fleischbrühe ab. Nicht zu viel, dass die Soße nicht zu dünn wird, die Suppe. Und köcheln das Ganze noch etwas durch. So, dann fügen wir noch etwas Sahne dazu. Und das lassen wir nur kurz nochmal aufkochen. Und dann wäre die Suppe schon fertig zum Pürieren. Das ist ein relativ schnelles Süppchen, einfach gemacht. Und im Sommer auch kalt. So, da wird die Suppe schon püriert. Die kochen wir jetzt nochmal auf. Und nur vorsichtig. Gegebenenfalls nochmal nachsalzen. Jetzt pürieren wir die noch ein bisschen schaumig und dann können wir die schon anrichten. Frische Petersilie. Und fertig wird unser warmes Gurkensüppchen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de